Hallo Fische, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für die nächsten 48 Stunden für dich steht. Ja, Fische, schauen wir mal. Unter dem Deck haben wir der Eremit. Fische, der Eremit. Also die nächsten 48 Stunden. Wir haben hier mit der Vergangenheit zu tun. Der Eremit ist ja eine Person von deiner Vergangenheit, die vielleicht, also hier reden wir sogar über Zeit. Also es ist eine Zeit zu spüren hier, ne, in dieser Karte. Eine Situation, die jetzt sehr lang in der Zeit geht. Es gibt keine Kommunikation hier in dieser Karte zu spüren, aber es gibt hier jemand, der dich beobachtet. Wir reden ja über dich, ne? Also eine Person, die schon sehr lang dich beobachtet. Ja? Und eigentlich ruhig bleibt, ohne Bewegung, ohne Kommunikation, ohne Handlung ist diese Person da. Ja, aber denkt tatsächlich sehr viel nach über diese Situation, die mit dir schon mal war. Ja, es gibt hier eine Person, entweder du, Fische, oder eine andere Person. Es kann ja über eine andere Person reden, die möglicherweise, wie gesagt, also es hat mit deiner Vergangenheit zu tun, auf jeden Fall. Und es gibt hier eine Erfahrung. Etwas ist hier in dieser Vergangenheit mit dieser Person passiert, dass wir diese Situation hier haben. Ne? Schau mal, ja. Es gibt hier ein Gefühl von eine unerwiderte Liebe. Ich denke, Fische, wir haben hier tatsächlich mit einer unerwiderten Liebe, die aber schon mal war. Wir reden nicht über eine Sache, die gerade jetzt ist, sondern es war mal eine unerwiderte Liebe. Also mit einer Person, eine neue Person oder zumindest ich denke, Fische, ich rede hier nicht von einer Langzeitbeziehung in dem Fall jetzt. Das ist, was mein Gefühl jetzt ist. Ne? Also jeder wird sich für sich diesen Eremit jetzt anpassen müssen. Aber ich sage dir, was ich sehe, was mein Gefühl ist. Ja? Ich rede von einer Person, die tatsächlich mit der Zeit zu tun hat. Also ja, also wo man jetzt schon lang keine Kommunikation hatte mit dieser Person. Aber keine Kommunikation da war, aber die Gedanken sind schon da. Es handelt sich möglicherweise um eine unerwiderte Liebe, sei es von deiner Seite aus oder von der anderen Person. Eigentlich die Anziehungskraft war schon da, ne? Aber es kann schon sein, und ich bin sicher, es gibt hier eine Situation von jemand war hier schon mit einer anderen Energie beschäftigt oder dass die Person nicht frei war. Entweder warst du nicht frei, Fische, oder diese andere Person war nicht frei. Ja? Es gibt hier eine Kommunikation. Ne?
Es gibt hier eine Kommunikation. Wir haben einen Ritter der Münzen, aber jetzt zeige ich dir, welche Karten tatsächlich gekommen sind, Fische. Wir haben nämlich der Magier, Ritter der Schwerter. Du siehst ja, ich habe Ritter der Münzen da. Ritter der Schwerter und ein Puppe, Puppe der Münzen. Also, Fische, diese Kommunikation kommt. Ich habe hier, ich würde sagen, alle drei Karten reden für Kommunikation. Der Magier ist nämlich auch eine Person, die gerne spricht, ja, und kommuniziert, ja. Der Magier kommuniziert gerne in Wirklichkeit. Nur irgendeine Situation ist ja passiert, also geschehen, dass der Magier, eine wichtige Person, eine sehr wichtige Person in deinem Leben, gesagt hat, ich ziehe mich zurück und ich kommuniziere nicht jetzt. Also es ist nicht die Zeit. Das ist nicht die Zeit. Ne? Die Sache ist, dass diese Person tatsächlich jetzt sehr schnell, also Fischer, ich habe hier mit eine schnelle Karte zu tun. Ne? Das ist der Ritter der Schwerter. Und jetzt habe ich zwei Ritter hier auf dem Tisch. Im Tarot gibt es ja nur vier Ritter. Ne? Und zwei davon habe ich gerade auf dem Tisch für dich. Es spricht schon für eine Kommunikation und eine schnelle Kommunikation und eine in Wirklichkeit ernste Kommunikation. Also es gibt hier ist eine seriöse Sache. Also wir reden hier nicht von einer Person, denn vielleicht dieses Kommen und Gehen oder ich komme und ich habe meinen Spaß und ich gehe wieder. Nee, da reden wir hier nicht jetzt. Ne? Also das ist ein Ritter der Münzen und Puppe der Münzen. Hier haben wir schon mit einer ernsten Sache zu tun. Für diese Person bist du wirklich wichtig. Ja? Und möglicherweise diese Person für dich auch. Wir haben hier mit einem Altersunterschied zu tun, Fische. Und ich denke, diese Person ist auch nicht bei dir in der gleichen Stadt. Ich denke, entweder ist eine geografische Entfernung ist hier zu sehen. Es gibt tatsächlich eine geografische Entfernung. Diese Person wird sich kommunizieren die nächsten 48 Stunden. Wir wissen, wie das ist, ne, Fische. Also die Energie bewegt sich so, also die Zeit ist kompliziert, um manchmal zu sagen, aber dass die Situation sich schnell zeigt mit diesem Ritter der Schwerter, das siehst du ja selber, ne? Dass wir hier mit eine Manifestation von Gedanken zu tun haben. Wir haben hier, es kann schon sogar du gewesen sein, die Person, die diese andere Person mit deinen Gedanken sehr stark manifestiert hast. Es gibt hier eine Person, an der du für dich schon in eine bestimmte Zeit, eine besondere Situation gab, ja, die für dich sehr wichtig ist. Ja? Und du hast an dieser Person auch sehr lang und stark gedacht. Ja? Diese Kommunikation kommt schnell, abrupt. Diese Person hat es jetzt eilig. Diese Person möchte dich nicht verlieren. Weil du bist für diese Person tatsächlich sehr wichtig. Und ich denke, wir reden hier auch, dass du für sie, für ihn auch wichtig bist. Ne? Also, dass er oder sie für dich auch wichtig ist. Ne? Ja. Aber wie gesagt, die Zeit war nicht reif in dem Moment. Also, das war nicht die richtige Zeit, nicht die richtige Moment für dieses Treffen, für diese Kommunikation. Aber jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit gekommen. Es gibt hier, also Fische, für die nächsten 48 Stunden reden wir hier, wie du siehst. Ne? Also ich sage es ja nicht, die Energie, die Karten sagen das. Wir haben hier mit einer schnellen Kommunikation zu tun. Eine Person möchte sich äußern, eine Person möchte sich erklären und möglicherweise reden wir hier sogar für eine Entschuldigung. Ne? Jemand möchte sich vielleicht sogar entschuldigen.
Es könnte sogar sein, dass diese Person eine Verbindung mit deiner Arbeit zu tun hat. Du mit dieser Person mit dir irgendwie. Es könnte möglich sein, dass hier eine Verbindung ist mit der Arbeit. Ja? Ja, muss nicht für allen in Resonanz kommen, aber das ist mein Gefühl halt. Ja, und das Altersunterschied ist sehr stark zu sehen, außer wir reden hier von einem Kind. Ja, aber ein Altersunterschied ist hier sehr stark zu sehen. Ja. Sehr interessante Karten, Fische, sehr interessante Karten und wie gesagt, erwarte Kommunikation. Erwarte Kommunikation, in manchen Fällen erwarte eine Entschuldigung, ein wichtiges Gespräch, also eine Erklärung kommt, also jemand möchte sich erklären, äußern, jemand möchte, ja, kommunizieren. Wir reden hier von den Magier, eine wichtige Person, tatsächlich. Fische, das ist, was ich für dich für die nächsten 48 Stunden habe. Ich wünsche dir einen schönen Nikolaustag heute und Dankeschön für deine Likes und deine Abos. Vielen Dank für alles, Fische. Und wir sehen uns übermorgen, ja? Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.